Damit willkommen zurück zu einem neuen Supreme Commander Stream. Dieses Mal sogar mit extra Window Capture für den FAF-Client. Dass ihr auch schön seht, dass ich in der Warteschleife hänge. Ach du Scheiße. Okay, er ist doppelt so hoch im Ranking. Und kein Hydro. Okay. Ist auch eine sehr kleine Map, ne? Also ja, es scheint, als würde er eine Toleranz aufbauen mit der Zeit. Aber es ist cool, so kirschblütenmäßig. Das Reclaim. Definitiv. Wir brauchen definitiv auch ein bisschen mehr Energie, weil wir müssen auf Third Air gehen. Ach du Scheiße. Und auch schöne Map-Objekte hier. Wieso hat er denn jetzt den Max rausgenommen, verdammt? Ich liebe es, wenn man eine Build-Order reinhaut und er dann meint, sie nicht zu Ende führen zu müssen. Die Frage ist, auf welches Plateau will er drauf gehen? Alles an Reclaim mal bitte aufsammeln.
Ja, super. Wo hat er denn jetzt den... Ja, der Engie will natürlich zum Transporter und nicht umgekehrt, weil das wäre ja schnell. Was will der Commander so weit hier? Ja, super. So, wir hören besser mal auf, ihm Veterans hier zu feeden. So, da wir keine andere Wahl haben, gehen wir auf einen T2. Ebenso. So, gucken wir mal, ob wir ihn ein bisschen stören können. Das ist ein Engie. Er hat hier ein T1 Point Defense gebaut. Gegen Boden. Das ist aber auch weird. Was macht er? Was macht er für ein Upgrade?
So, wir upgraden weiter. Danke für die 2 NGs. So, da war Anti-Air. Wenn wir das Teil ausschalten... Okay, mit 2 wird das nichts. Aber ist okay. Assisted mal. Und greift man das Ding auf Plattform. Ja gut, es war ja nur die eine. Ich hatte gehofft, dass die eine überwältigen können. Und dann halt freies Feld haben mit den anderen Teilen. So, snipe mir die NGs. Und dann verweigern wir ihm mal hier dieses Plateau. Beziehungsweise wir können auch mal ein bisschen Wildpower da hinschicken. Okay, langsam sieht's aus, als hätte er einen Vorteil, was er angeht. Yo. Das hier darf ich nicht mehr lange für mich ergehen lassen. Heißt, wir machen Folgendes. Wir gehen auf E2. Auch das Gun-Upgrade, definitiv. Ah, okay, das Plateau hier, da kommen wir sogar so dran. Er hat einfach schon Schilde. Sieht ganz gut aus, ne. Leider nicht. Im Moment führt mein Gegner.
Das doll. Aber wir haben gleich die Kanone. Sei doch besser als er. Ja. Mach mal, ne? Hi Arma, willkommen zum Stream. Triads da drüben. Assistet mal. So, ihr helft mal da. Gucken wir mal, ob wir ihn ein bisschen verunsichern können. Ja, er verfügt über Schilde. Also er hätte mich eigentlich auch schon längst rauskriegen können. Pusht noch bei weitem nicht so, wie er könnte. T2 Bomber. Ja.
Jo, GG. So, Pfaff, bitte merke, dass ich nicht mehr im Spiel bin. Kein Hydrospot in der Nähe. Also zumindest nicht in unmittelbarer Nähe. Wo ist Reclaim? Hier ist Reclaim. Jetzt, ja, 353, das ist ungefähr meine Skill-Region. Pathfinding dürfte gerne ein bisschen effizienter sein. So. So, nö. Sorry, aber den Max kriegst du nicht. Thank you.
Hallo. Da wollte er direkt in meine Point Defense laufen. So, ich hätte aber auch gerne Scouts. Komm, wir gehen mal gucken, was er uns hier zu bieten hat. Okay, er hat das Plateau schon gesichert. Okay, er taggt. Ich glaube, ich habe ganz gute Chancen. Die berühmten letzten Worte. Ja, aber das war schon echt ein Sieg für mich jetzt. Weil jetzt habe ich mehr Map Control als er.
Das Ding ist, mit der ACU aufzutecken, ist halt auch so ein Anfängerfehler, den er sich hier geleistet hat. Ja, Punktverteidigung. Aber er überlässt mir die Map. So, der Scout, hat der genug Radar, um das hier zu erwischen? Da hat er einen T2er, den snacken wir uns. Hat er den erwischt? Ich glaube nicht, ne? Hallo? Wieso? Erkennt er das nicht als Ziel? Yeah, he's making too much PD.
Okay, T2R. Dann gehen wir auf Gunships. Let's see. Vielleicht können wir einen seiner Kernmaxes snipen. Er hat nur noch die vier, also seine Eco müsste eigentlich komplett kaputt sein. Ich glaube, wir gehen auf TAC. Gehen auf taktische Raketen. Masse, uff. Wir haben fünf Gunships. So, ihr könnt aufhören zu supporten. Nee, könnt ihr nicht. Ihr könnt nicht aufhören zu supporten.
Hätte ja noch gar nichts an Fabriken. Komm, wir lassen ihn wissen, dass wir hier sind. Bauen meine T2-Arti. Ist wahrscheinlich nicht am besten, den hier zu upgraden, weil der hier hatte 4 Storages, aber auf der anderen Seite hat der 2 Fabriken, die er versorgt. Hat der T2 Level? Ja, hat er. Oder? Nee, der hat T. Die hat, doch, er hat einen T2er. Ja, aber ich greife hier bald an. Wo sind meine... Doch, es sind 8 Stück. Kriegen wir es vielleicht ein bisschen gescoutet, was er hier alles so hat. Nee, das nicht, aber es ist auch okay. Neues Mikro? Nee, das Mikro habe ich schon eine Weile. Na kommt. Ich will den einen T3 Max noch haben. Ja, dann kann ich nämlich sagen, supporte mal hier. Kannst du nicht Schlangenlinien fahren? Ich glaube, so krass Micron kann man es nicht. Also kann man, glaube ich, schon, aber... Gleich haben wir einfach Masseüberfluss. Das sollten wir nicht geschehen lassen. Das Ding ist, muss ich... Schießt der alle hintereinander oder muss ich es mehrfach befehlen? So, wo ist ein Commander? Gunships erledigen lässt. Okay, er hat Attack Missile ab der. Okay, das war nicht so erfolgreich, wie ich gehofft habe. Aber er hat uns so einen Vorsprung gegeben,
dass es jetzt mich auch egal ist. Sind doch noch mehr Raketen. Aus irgendeinem Grund hat er nicht alles. Er schießt nur nacheinander, das ist das Problem. Der Typ ist ja eine maximale Turtle KI. Ja. System enabled. Also selbst eine Turtle KI ist aggressiver. Weil ich kann ihn jetzt outtacken und dann ist alles gut. Gehen wir auf, dass wir T3. Was? Ach so. Okay, wir müssen das Headquarter upgraden, okay. Experimentelle Fabrik. Ja. Sowas in der Richtung, denke ich. Ja, Luft ist so eine Sache, das stimmt. Power Stall des Todes. Der Power Stall muss sich auflösen, sonst haben wir hier gleich ein Problem.
Okay, das war jetzt knapper, als es sein durfte. So, ich will Stinger haben. Weil wir warten noch kurz, bis der Generator fertig ist. Das kostet mich ein Fatboy. Wie lange braucht er für einen Broadsword? 52 Sekunden.
Oh. So, du hast also auf Artillerie committed, hm? Schon. Krieg das Teil fertig. So, alle um den Fatboy rum. Meine Gunships können auch schon mal in die Ecke gehen. Aus einem Radar. Ach du Kacke. Wo ist die ACU? Tarnfeldgeneratoren. So, Rust Preset SACUs bitte. Also wenn ich das jetzt verliere, ne? Auch mehr Energie.
super. Jetzt hat er Titans. Sie hat noch keine Energie, ne? Ja, dieses Spiel hätte eigentlich schon längst vorbei sein müssen. Weil jetzt bricht er nämlich aus. Ach du Kacke, was macht der hier denn? So ein paar Ravager. So, wir brauchen mehr Bildpower.
und wir haben keine Masse mehr. So, alles aufsammeln bitte. So, strategische Raketenabwehr. Weil ich überrascht wäre, wenn er das nicht versuchen würde, weil das dürfte sein Endgame sein. Wenn er ein Endgame hat. Ich muss aber sagen, ich finde die RAS Preset SACUs, ich weiß nicht, ob die so gut für das Spiel sind, to be honest. Also gerade, wenn man sie so rausspammen kann. Für die ACU, für die normale, finde ich das okay. Das hat seine Use Cases, aber es kann eigentlich nicht Idee sein, dass du Support Commander spammst, die nicht aktiv irgendwas machen. Massefabrikator. Energie müsste ich mit den SACUs eh massenhaft haben. Ich hätte irgendwann mal eine T3-Abwehr investieren sollen.
Wie bitte? So, mal sehen, ob wir hier hinten ein bisschen Unruhe stiften können. Er hat eine einzige Landfabrik. Ich glaube, er dürfte mit NTR ein bisschen dezent übertrieben haben. Hat er eine Anti-Nuke? Sieht nicht so aus. Nee, der hat nichts an. Er versucht weder selber eine Atomrakete zu bauen, noch hat er Abwehrsysteme dagegen.
Ja, hab ich's jetzt. Ich hoffe, ich habe sie nicht gecancelt, oder? Nee, habe ich nicht. Gut. Generator und dann blastern wir das hier mit Anti-Air zu. Steht mein Omni eigentlich noch? Ja. Etwa 65. So, wir brauchen ein paar Scouts, damit wir gleich auch schön unser Ziel finden. Das ist ein Snipe-Versuch. Nee, du zerstörst jetzt meine Anti-Nuke. Meine Nuke. Komm, komm, komm. Alter, das ist jetzt doch wohl ein Witz. Und da war die Kettenreaktion. Alter, ich verliere gerade auf die peinlichste Weise überhaupt. Ob ich ihn dann ein bisschen verunsichern kann.
Deswegen powerstall ich jetzt. Darf nicht powerstallen. Capacity. Ja, alles bitte auf diese Atomrakete. So, 38 Spionageflugzeuge T3 sollten ja zumindest mir sagen können, wo der Commander ist. Ja, hat einen Nuke Eliminator, aber wie hoch ist die Reichweite von dem Ding? Und vor allem hat er eine. Warte, ich kann nicht sehen, ob er eine Anti-Nuke hat?
Seit wann? Okay, das kann man nicht mehr mit Intel sehen. So, bitte komm durch. Komm, komm. Er hatte keine Anti-Nuke. Ich weiß nicht, was peinlicher ist, dass das Spiel eine Stunde gedauert hat oder dass ich es fast nicht hätte beenden können.